Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Nach unserer letzten Sendung hoffen wir, liebe Zuschauer, dass Sie gut schlafen und auch wirklich euphorische Nächte wieder haben bei 17 Grad. Diese Woche geht es bei uns zwar nicht ganz so leidenschaftlich zu, aber nicht weniger spannend. Und das sind die Themen dieser Woche im Überblick. Wenn Mieter zum Problem werden, wie sie sich am besten vor Mietnomaden schützen können. Und wenn die alte Heizung ausgedient hat, was sie über die neue Energieeinsparverordnung wissen müssen. Es ist wohl das Schlimmste für Vermieter. Die Mieter sind gerade ausgezogen, sie schauen sich die Wohnung an und alles ist vermüllt oder zerstört. Das Thema Mietnomaden ist auch gerade in der Region sehr aktuell. Wie sie sich vor Mietnomaden schützen können, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Waren Mietnomaden einmal im Haus, ist für Vermieter nichts mehr wie vorher. Verwahrloste und völlig unbewohnbare Räume sind die Folge. Um sich davor zu schützen, sollten Eigentümer potenzielle Mieter vorab ganz genau prüfen. Zunächst mal aufgrund des persönlichen Eindrucks vom potenziellen Mieter. Und darüber hinaus bietet insbesondere die Vereinigung Haus und Grund den Vermietern mehrere Möglichkeiten, dass sich Vermietnomaden schützen. Zum Beispiel, dass sie eine Selbstauskunft einholen, sprich Angaben über Beruf, das monatliche Einkommen, der Vormieter und so weiter. Diese Daten kann man verlangen. Man kann auch dem potenziellen Mieter aufgeben, dass er eine Schufa-Auskunft einholt und sie vorlegt. Der Anwalt rät sich, als Vermieter bei Vertragsabschluss mindestens 3 Kaltmieten auszahlen zu lassen. Das schreibt auch das Gesetz vor. Zögert der Mieter schon bei der Kaution, ist das ein deutliches Zeichen, dass kein Geld vorhanden ist. Hat man es dennoch mit Mietnomaden zu tun, ist schnelles Handeln gefordert. Letztendlich hat natürlich auch ein Mieter seine Rechte wie Berufung. Also kann es bis zu 2 Jahren Minimum oder gehen, bis sie überhaupt den Mieter rausbekommen. Wenn der Mieter dann am Schluss überhaupt kein Geld hat, dann haben sie Gerichtskosten, Anwaltskosten und das beläuft sich dann auf Summen zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Der Mieterschutz in Deutschland ist hoch. Sind Mieter aber 2 Monate im Zahlungsrückstand, kann fristlos gekündigt werden. Bei einer ordentlichen Kündigung des Vermieters gelten 3 Monate Kündigungsfrist. Hier sollten gute Gründe für eine Kündigung vorliegen und vorab eine Abmahnung erfolgt sein. Doch selbst wenn Mietnomaden aus dem Haus sind, ist kein Geld zu holen, bleiben Eigentümer auf den Kosten für Sanierung und Renovierung sitzen. Liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, wie wichtig es ist, dass Sie genau schauen, an wen Sie Ihre Wohnung vermieten. Alles weitere Wichtige um das Thema Bauen und Wohnen jetzt im Nachrichtenüberblick. Defekte Toaster, Fernseher, Tablets oder Staubsauger müssen Fachhändler künftig zurücknehmen. Das hat das Bundeskabinett jetzt beschlossen. Dabei ist es egal, wo das Gerät gekauft wurde. Auch muss dafür kein neues Gerät gekauft werden. Anders bei Großgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen. Die muss ein Händler nur annehmen, wenn der Kunde ein neues Gerät mitnimmt. Das Gesetz gilt ausschließlich für Händler, die eine Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern haben. Kleine Discounter sind davon befreit. Damit es beim Umzug nicht zu Unstimmigkeiten kommt, sollten Mieter nicht voreilig den Mietvertrag unterschreiben. Ein Übergabeprotokoll kann helfen, Mängel vorab zu dokumentieren. Damit können dem Mieter bestehende Schäden im Nachhinein nicht angelastet werden. Neben allgemeinen Mängeln gehören auch Zählerstände, die Anzahl der Wohnungsschlüssel sowie der generelle Zustand der Wohnung in das Protokoll. Werden trotz sorgfältigster Inspektion erst nach dem Einzug weitere Mängel entdeckt, müssen diese dem Vermieter umgehend gemeldet werden. Es ist immer wieder spannend, welche Neuigkeiten es rund um das Thema Bauen und Wohnen gibt. Bei uns geht es nun weiter mit den Verbraucherinformationen und dann mit dem Thema Erneuerbares Wärmegesetz und einem Experten hier im Studio. Bis gleich!
Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchenland. Funktioniert nicht immer. Und hier soll ich baden? Da haben Mama und Papa wohl noch nie was von Geismeier Baustoffe und Fliesen gehört. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. Ihre Altersabsicherung verursacht Bauchschmerzen? Sie möchten Ihren Lebensstandard im Alter sichern und erhalten? Investieren Sie in den größten Wachstumsmarkt der nächsten Jahrzehnte mit dem Erwerb eines Pflegeappartements von Römerhaus. Lassen Sie sich bei uns fachkundig beraten. Mit über 5% liegt die Rendite höher als bei vergleichbaren Investitionen. Denken Sie heute schon an die Zukunft. So können Sie sorgenfrei die Gegenwart genießen. Römerhaus, seit über 30 Jahren. Stabil, sicher, sorglos. Hallo? Hallo Sie? Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Ob die eigenen vier Wände oder als sicheres und langfristiges Renditeobjekt. Die Tuttlinger Höfe sind eine sichere und solide Kapitalanlage. Nutzen Sie Ihre Chance und investieren Sie jetzt in eine sichere Zukunft im Herzen von Tuttlingen. Die Tuttlinger Höfe. Modern, attraktiv und renditestark. www.tuttlingerhöfe.de. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Zu Gast heute bei uns im Studio Walter Göppel, Chef der Energieagentur Ravensburg. Immer bei uns, wenn es knifflige Fragen gibt. Herzlich willkommen. Herr Bauner, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über das erneuerbare Wärmegesetz. Welches Spektrum sich genau dahinter verbirgt, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Die Energieeinsparverordnung definiert in Deutschland die Qualität der Bauhülle und der Heizungssysteme. Das Ziel ist ein besserer Umgang mit Ressourcen, weniger Energieverbrauch und ein höherer Anteil an erneuerbaren Energien. Für die Zukunft kann das dann eine höhere Energieunabhängigkeit bedeuten. Kurz gesagt, Heizungen, die vor 1985 eingebaut wurden, müssen in absehbarer Zeit ersetzt werden. So wie bei Familie Schmollinger. Ihre Ölheizung ist Baujahr 1984, der Austausch steht bevor. Doch auch bei der Energieeinsparverordnung gibt es Ausnahmen. Für Bürger, die am 1.2.2002 in ihrem Ein- oder Zweifamilienhaus schon selber drin gewohnt haben, hier ist immer eine Ausnahme oder die sind eigentlich befreit von diesen Pflichten. Man will damit verhindern, dass Menschen ihr hart verdientes Eigentum verlieren, weil sie diese Investitionen eventuell nicht stemmen könnten. Ab 3 Familienhäuser oder Neubezug solcher auch gebrauchte Immobilien löst es die Pflicht aus.
Wen es betrifft und sich dennoch nicht an die Pflicht hält, dem können Bußgelder drohen. Bei Familie Kieninger stand bis vor kurzem ebenfalls noch eine alte Ölheizung von 1987. Jetzt wurde eine Gasbrennwertheizung eingebaut. Also eine Heizung, wo natürlich komplett anders ist. Auch von der Größe her, so wie Sie gesehen haben, ist sie deutlich kleiner. Man hört sie auch kaum. Ja, das ist im Endeffekt diese neue Brennwerttechnik. Bei einem Austausch ist eine Einsparung von 10-20% möglich. Für Eugen Kieninger hat sich die Investition in die neue Heizung gelohnt. Wenn man jetzt was an der Heizung machen müsste, dann muss man dann noch mehr Solar aufs Dach packen. Und dann habe ich mir halt entschlossen, dass ich es jetzt mache. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld übrig gehabt. Und dann habe ich halt die Investition gemacht und ich denke, dass mir das jetzt überlebt. Energie wird immer teurer. Mit der Energieeinsparverordnung hat die Bundesregierung Standards zum Energiesparen gesetzt. Letztlich sollen Eigentümer mit einem neuen Heizungssystem ihr Geld nicht länger unnötig verheizen. Jetzt haben wir im Beitrag wieder einiges erfahren über die Gesetze, die kommen. Herr Göppel, wenn ich nun neu baue, was gibt es zu beachten? Also beim Neubau, da gilt die Energieeinsparverordnung. Das ist ein Bundesgesetz, also Bundesverordnung. Und zwar, die kommt ab 1. Januar 2016, wird der ganze Energieeffizienzstandard nochmals um ca. 25% gesenkt. Also das heißt, wir gehen schon in Richtung, so langsam in Richtung Passivhausbauweise, die ja eigentlich auch im Jahre 2020 in Kraft tritt. Jetzt habe ich Neubauten, aber viele Häuser sind im Bestand. Die wird es hier härter treffen. Also der Bestand, ich denke, da ist es ganz interessant, denn im Bestand ist so, da gilt ja die Energieeinsparverordnung genauso. Und Bestand heißt, es müssen alle Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen eigentlich dann ausgetauscht werden. Das gilt schon dann ab diesem Jahr. Das sind betroffen sind Ölkessel, Gaskessel von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, nächstes Jahr muss dann die oberste Geschossdecke in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden nachgedämmt werden. Also für viele wird jetzt wahrscheinlich ein Schreck kommen und sagen, oh Gott, neue Heizung, aber 30 Jahre alte Heizung ist ja auch wirklich sehr alt, muss man sagen. Und es gibt natürlich auch wieder gute Fördermittel dafür. Also 30 Jahre alte Heizkessel, wer fährt mit einem 30 Jahre alten PKW durch die Gegend? Also ich kenne wenige oder gar keine. Also so muss man das einfach sehen, der Wirkungsgrad ist schlecht. Von der Heizungsenergie, wenn ich vorne reinstecke, kommt vielleicht nachher bloß noch 50-60% in den beheizten Räumen an, also dringend notwendig. Von den Förderprogrammen her, das ganze Ding lohnt sich. Und zwar, es gibt so viele Förderprogramme dieses Jahr, auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren. Es gibt Zuschüsse, es gibt Darlehen mit 0,75% und. Also es lohnt sich. Und ich glaube nochmal, wer jetzt heute investiert, der hat eine gute Kapitalanlage. Sie haben mir verraten im Vorgespräch, 70% der Immobilien werden als Altbauten sozusagen hier verkauft. Was gibt es hier zu beachten? Auch hier gibt es ja wahnsinnig viele Fördermittel, wenn ich diese Dinge modernisieren will. Damals hat es noch keine Wärmeschutzordnung gegeben. Das heißt, also, da war der Ölpreis damals umgerechnet vielleicht bei 10 oder 15 Cent. Er war nicht höher. Die Energiekosten spielten keine Rolle. Also kann ich nur eins raten, sofort bei jeder bevorstehenden Maßnahme sich beraten lassen, unabhängig beraten lassen von einem unabhängigen Energieberater oder auch von Energieagenturen. Und da wird sich zeigen, wenn ich das mache oder das andere kombiniere, dann komme ich nochmals an ganz andere Fördermittel hin. Also es lohnt sich. Jetzt noch eine letzte Frage. Kennen Sie sich auch mit Innenraumdesign aus? Nicht nur mit energetischer Sanierung, sondern auch mit der Optik im Haus? Also die Optik gehört zu jeder Energieberatung und das gehört auch zu jeder energetischen Sanierung. Denn das ist Wohlfühlfaktor. Das stimmt. Wohlfühlfaktor ist ganz wichtig. Also nochmal vielen herzlichen Dank hier für den Besuch. Liebe Zuschauer, Wohlfühlfaktor, das ist auch ein Thema kommende Woche bei Bauen und Wohnen. Und zwar geht es um die Innenraumgestaltung und Innenausstattung. Bis dahin Ihnen eine schöne Woche. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.